Eins, zwei, drei. So fängt man eine Sendung an. Mal was anderes. Moin. Moin. Wir wollen hier im Harley-Motor weitermachen. Ach, das Licht stimmt nicht. Warten Sie mal. Der Kameramann guckt schon. Vielleicht besser so? Ist besser? Aber der Vlog war trotzdem gut. Ja, der war gut. Ja, wir wollen hier mal weitermachen. Ne? Ja. Wir hatten ja gerade schönen Mittag gehabt. Ne? Sind jetzt satt? Ja, und jetzt ist der Abend so eingebrochen. Ich dachte, wir schrauben mal die Nacht durch, wa? Oh, vielleicht nicht ganz, aber ein Teil, ja. Ne? Prost. Wollen wir mal die Rockerboxen zusammenbasteln, wa? Die Kipphebeldeckel. Heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch, ne? Ja. Aber finde ich ein guter Name, so auf Englisch, Rockerbox. Ja. Guck mal, wir haben die jetzt schon poliert. Die sind ja entchromt worden, gesamtstrahlt. Und jetzt haben wir die so schön poliert. Jetzt müssen wir die natürlich noch schön sauber machen. Die waren ja schon im Geschirrspüler drin, also der Sand ist raus. Oh. Was sollst du nicht sagen? Geschirrspüler, Geschirrspüler, Geschirrspüler! Meinst du nicht, dass das Öl das sauber wäscht nachher? Ja, das reibt sich zurecht. Ja. Nee, aber man soll doch eigentlich ein bisschen sorgfältig arbeiten. Hatten wir mal gesagt, wie wir den Motor zusammengebaut haben. Ja, zusammenbauen wollten, ne? Wir wollen das gut machen. Ja. Ja, den machen wir schön sauber. Der soll ja auch ein bisschen halten. Aber das ist schon toll, wie das denn aussieht, du. Wenn der da. Oh, herrlich, du. Und jetzt noch die schönen Stößelrohre. Oh, das wird's. Gut, du. Das sieht gut aus. Ja, baust du die zusammen? Ich poliere den Deckel noch weiter. Ja. Und die Schrauben. Hast du Bremsen rein? Ja, da steht. Guck mal, ich habe hier die ganzen Schrauben und die für hier oben, die habe ich schon poliert wieder. Ja. Die kommen ja hier rein nachher. Geil, ne? Das sind die Original-Harley-Schrauben mit dem Stern drauf. Finde ich schön. Und die können wir ja auch wieder benutzen. Und die habe ich auch gemacht. Die kommt ja hier hin. So. Das ist ja sehr nachhaltig, was wir machen. Wir kaufen ja keine neuen Schrauben. Und die neuen Schrauben, die man mich kaufen kann, die kommen aus China und die sind weich wie Blei. Und welche kommt hier hin? Da kommt eine lange rein, glaube ich. Das ist eine lange. Nee, das ist, oder kommt ja, hier? Ja, wir haben auch diese mit dem Gewinde, die weiß ich gar nicht, wo die hinkommen. Aber die sind für irgendwelche Halterungen, die brauchen wir eigentlich nicht. Weil wir das sowieso alles selber bauen. Da wollten wir eigentlich Schrauben nehmen, ne? Ja, aber ich habe jetzt von dem Gewinde keine richtigen Schrauben. Wir müssen erstmal die nehmen und dann fahre ich nämlich noch mal nach Kiel zu Schoppe. Das ist ein super Schraubenladen und da kriegt man alle Zollschrauben. So, aber super. Wir schrauben das erstmal damit zusammen. Ich gehe jetzt raus, nee, ich trinke jetzt erstmal Bier nochmal und dann muss ich ja die Drecksarbeit machen. Oder soll ich dir dabei helfen? Sollen wir was zusammen machen? Können wir auch zusammen machen. Dann machen wir die sauber und bauen die zusammen. Nein, aber mach du die mal sauber und ich poliere noch ein bisschen draußen. Ja, mach mal. Kommt hier mal so eine Poren an hier, da, das ist doch alles scheiße. Und aber vielleicht hat ja mal einer, der das jetzt sieht, eine gute Idee. Ja, vielleicht kann uns ja mal einer helfen. Wir brauchen einen Helfhasen. Ja, der Helfhase. Der Helfhase hat hier zu Ostern, der hat zu tun. Der kommt nicht, der kannst du anrufen. Ne. Das glaube ich auch nicht. Nee, nee. Ich glaube, den würden wir nicht mal mit dem Bier gelockt kriegen. So, ich hole mir mal die beiden Dinger hier. Und die müssen ja einfach nur da reingesteckt werden. Weil ich die ja gar nicht auseinandergebaut habe, ne? Mhm. Aber so schlimm kann das nicht sein, ne? Und links und rechts ergibt sich ja. Die Feder würde ich jetzt von da durchstecken und dann, dass sie schon drauf ist, sonst hau die dir ab. Gib mir den mal. So, die Schraube. Und die Feder brauche ich. Ja. Die Feder kommt ja hier zwischen. Die Schraube setzen wir danach drauf. Und so kommt das, ne? Ja, genau. So, und dann warte mal, der muss da hin. Weil der Stößel da ja reingeht. Ja, dann nehmen wir hier diesen. So. Dann kommt die Feder. Stecken wir mal da durch. So. Jetzt kann der Kameramann uns das gar nicht filmen, weil wir so Wurstfinger haben. Ja, der Finger ist zu groß geworden. Ja. So. Und jetzt muss es da rein. Sollen wir hier noch mal ein bisschen Öl drauf tun? Ja.
Aber da kommt ja noch der Gummiring drauf, ne? Nee, der kommt hier vor. Ja. Warte mal. Haha. Kann ich den nochmal ab? Nee, der war eingeölt, das stimmt. So, der kommt jetzt da so rauf. So. So, jetzt ist er durch und dann kommt das und das. Ohne Dichtung, wa? Der darauf und dann kommt hier die Dichtung. Jo. Und hier kommt die Schraube. Und den brauchen wir einen Imbus. So, die anziehen, wa? Könnte der passen? Nee, der passt nicht. Das ist schade. Ich hole mal einen, der passt. Dreht er mit? Ja, ist ja gut, ne? Ist ja gut. Oh, ich brauche eine. Ich wollte nur gucken, ob du noch festhältst. Sehr schön. So, jetzt kommt die Dichtung darauf. Und da kommt ein O-Ring rein. Ja, das ist ja so ein Rechteckring, ja. Ne? Mhm. So, dann müssen wir nur den Imbus haben. Ja. Imbus haben wir ja nicht hier, ne? Oder doch. Pass auf. Ja, das ist aber amerikanischer Imbus. Mal sehen, ob das passt. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, guck dir das an. Passt wohl. Das müssen wir auch alles einmal nachziehen, nachher, wenn es einmal gelaufen hat, ne? Jo. Gut. Oh, das war Nummer 1, ne? Das war ja nicht so schwierig, ne? War das Nummer 1 oder Nummer 2? Das ist Nummer 2 der Zylinder, das ist der. Der kommt hier hin. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal den anderen nochmal. Genau. Der wird da nur so reingelegt. So, da bin ich. Feder. Und die Scheibe. Oh. So. Öl. Ups. Und gleich suchen wir die. Liegen wir hier auf dem Fußboden. So, die ist auch drauf. Können wir jetzt erst die andere machen mit dann die Dichtung. Wie das so funktioniert, ne? Ja, ganz einfach gemacht. Ja. Soll ich die mal festhalten? Das ist ein Endlosgewinde. Der kommt. Jetzt ist er fest. Ja, da können wir schrauben, was wir wollen. Wenn hier so eine Katze reinkommt, ist alles vorbei, ne? Ja. Luise. Na? Jetzt kann ich ihn auch schön festhalten. Jetzt hält er fest. Gut. Gut, den haben wir schon, ne? Ja, den hatten wir. Jo. Gut. So, nochmal Kontrolle, ob das sich alles bewegt. Jo. Jetzt müssen wir noch hier diese, für das Öl, diese Dinger fehlen noch hier. Ja, und die... Halt, der falsche, das ist der hierfür. Dann haben wir hier noch Dichtung, die dickeren. Die sollen nicht hier rein, ne? Ja. Weißt du, was wir noch machen müssen? Die Hunderttausende Verlosung für den Kalender. Da rufen wir jetzt mal bei Sneakers Concept Store an und der soll einfach einen Namen raussuchen und dann kriegt der den. Achso, der kann ja einen raussuchen von dem, der Kalender gekauft ja, hat. Ja, dieses ne? Bild, was ich gebaut habe. Ja, genau. Ah, jetzt klingelt's. Sneakers Concept Store, Steffen. Ah, hallo, Herr Steffen. Hier ist der Herr Feldmann vom Funktionspunk.
Ach, Andi. Ja, ja. Du sag mal, wir haben da was vor. Ich habe doch diese Verlosung gemacht mit dem 100.000er Abonnentenbild. Da klingelt was. Was ist los? Wir wollen das jetzt verlosen. Ich habe gedacht, wir haben ja gesagt, alle Leute, die einen Kalender gekauft haben, die sollen ja die Möglichkeit haben, dieses Bild zu kriegen. Und ob du da mal in deinem PC gucken kannst, wer so einen Kalender gekauft hat. Und ich habe mir einfach gedacht, ich nehme einfach unsere Rennnummer, die 317. Der 317. der soll das kriegen. Kannst du da mal gucken? Okay. Ich verstehe. Ja. Gib mir mal eine Sekunde. Ich muss mich nur hier kurz einloggen. Warte mal. Da bin ich ja gespannt. Mal sehen, das kriegen wir gleich hin. Ja. Ja. Eine Sekunde. Ja, so. Wir haben Zeit. Das ist schon mal gut. Ich bin ja gespannt, wer das gewonnen hat. So, ich bin jetzt drin. 317. Oh, der hat eine ganze Reihe gekauft. Das ist der Markus aus Haiger. Wow. Ja. Der hat einige Kalender gekauft. Das ist ja klasse. Also ein Markus, der hat das Geschenk, der kriegt das jetzt. Sehr schön. Der kann sich ja freuen. Ja, das wollte ich nur wissen. Vielen Dank. Ja, da bin ich raus. Bis dann. Die Adresse hast du ja, ne? Ja, klar. Wir schicken das dann alles. Ja, gut. Okay. Tschüss, Andi. Bis dann. Ciao. Super, danke. Tschüss. Hat doch geklappt. Also, Herr Markus aus Haiger, du hast das Ding gewonnen. Ich stelle das hier nochmal vor. Das war wirklich viel Arbeit. Aber wir haben uns gedacht, warum soll ich das kriegen? Ich habe ja von YouTube ein 100.000er Teil gekriegt. Aber es ist ja auch toll, sonst hätten wir ja gar nicht so viele Abonnenten, wenn ihr nicht alle mitgemacht hättet. Machen wir nächstes Jahr wieder eine tolle Verlosung. Also, viel Spaß damit. So, Andi, sollen wir jetzt die Dinger da reinsetzen? Das sind Dinger? Dinger. Schnüffelstücke. Die müssen sauber sind die. Abgedichtet werden. Oh nein. Da habe ich hier dieses schöne Zeug, obwohl die ja konisch dichten, aber ich mache hier immer so gerne noch mal so ein bisschen was dran. Das wäre immer so ärgerlich, wenn so ein Motor so... Du schraubst da mal rein. Ja, und den kannst du da mal machen. Oder? Wenn so ein Motor leckt, dann ist das nicht schön. Tropf. Nee, lecken sagt man gar nicht, ne? Nee. Du, was ist das denn? Tropfen. Lecken ist anders. Die gehen aber echt schwer rein. Das sind konische Dichtungen, die sind... Mhm. Die sollen ja auch nicht tropfen. Ja, das. Nee. Ich halte mal fest. Aber er muss jetzt nicht auf Krawall. Nee. Nein. Die reißt auseinander. Nicht mit 90. Der 85 lang, ne? Na, auch das nicht. So, jetzt sind die fertig. Geil, jetzt können wir die Deckel raufbauen. Warte mal, halt. Machen wir schon hoch. So. Halt, ist da auch. Warte mal, es klemmt irgendwo. Irgendwo ist er woanders. So, der kommt. Jetzt hast du aber vergessen, mein Lieber, hier eine goldene Scheibe dahin zu packen. Ja, dann können wir aber hier jetzt eine goldene Scheibe runtermachen. Aber irgendwie fehlen da noch ein paar Schrauben. Ja, ich muss ja noch welche polieren. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin ja. Was machst du denn hier? Ja, es dauert alles. Hier, die kommen hier hin, die beiden. Wofür sind die, hä? Das ist der Zündspulenhalter. Ach. Der kommt hier so hin. Ja, aber dann müssen wir den dann auch wieder abnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob wir den schon ranbauen. Machen wir aber, ne? Bauen wir schon ran. Da kann ja dann auch... Ne, ich gehe nochmal wieder in die Poliererei. Denn die Gefahr bei so Schrauben ist meistens immer, dass man sie zu fest zieht. Das sind nur 8 mm Schrauben. Die kriegen ja nur 15 Newtonmeter. Zwischen 15 und 20 und das ist echt nicht viel. So, der ist fest. Andi. Guck mal, wie schön die ist. Ja, die wollen wir aber auch noch polieren, ne? Diese 4. Nee, die sind überflüssig, weil ich hier neue habe. Guck mal hier. Ah, ich tue die weg. Ja. Gut. Hast du noch ein paar Scheiben? Ja. Da muss ich mal in Halle 2. Nee, die neue Halle, die ist Halle 6. In die grüne Halle. In die grüne Halle. Ich mach mal gleich mal grünes Licht an. Pass mal auf. Ja. Bleib mal hier. Da soll man arbeiten können. Das sieht so schick aus.
Und normal steht auf dieser Bühne, die da vorne ist, sehen wir da, diese eingelassen. Da steht eigentlich die Norton drauf. Aber wenn die da jetzt auch noch steht, dann kann man hier gar nicht mehr arbeiten. Dann gehen die Blicke immer dahin. Habt ihr das grüne Licht gesehen? Ja. So, jetzt fehlt eine Scheibe noch, mein Lieber. Nee, die hast du doch schon aufgelegt. Ach da. So, dann haben wir alles, wa? So, ich wieder? Wieso wieder? Die habe ich angezogen. Ach ja. Ich habe gerade erklärt, dass man die nicht zu fest zieht. Das sind nur 8 mm. Ja. Denn die meisten haben ja immer, ziehen sie eigentlich zu fest. Und man soll das immer gerne so ein bisschen über Kreuz anziehen. Mhm. Sagt man ja, ne? Ist doch wichtig so. Über Kreuz. Guck mal, hier habe ich die und die. Ich würde jetzt die mittlere nehmen. Du. Ja, ich bin auch mit der mittleren angefangen und bin dann da und da. Ja, von innen nach außen. Ja. Mhm. Die. Die habe ich ja, jetzt mache ich die. Hm? Hm. Nicht richtig? Das, doch, es gibt kein Falsch. Doch. So, und dann die. Die Zündspule muss ja nicht unbedingt da wieder hin. Nee. Die können wir doch schön verstecken, oder? Ja. Will man doch gar nicht sehen. Nee. Punkt das nur überall. So, fertig. Ja, sollen wir jetzt die. Genau. So, das war Nummer 3 hier. Ich habe hier Nummer 2. So. Kannst du jetzt die Nummer 4 gebrauchen? Achso, du bist noch bei 2. Ja, jetzt habe ich ihn drin. Was ist das? 4? 4. Da. Da ist er drin. Und die bewegen sich ja, das ist ja wichtig, ne? So. Dann nicht. So, Mann. Oh, das ist ja jetzt peinlich, du. Da kann ich nicht drehen. So. Oh, das ist ja nicht so, also wirklich. Die normalen, die neuen haben immer noch hier so einen Imbus dran. Willst du den oh, baust du die Ölleitung schon an? Mhm. Willst du den aus meiner Kiste haben? Nee. Muss ich wohl. 1/4 Zoll brauche ich. Also ich würde dir den geben. Ich habe auch irgendwo in Zoll Nüsse. Noch, nein, jetzt machen wir das mal hier mit. Das geht doch. Klar geht das. Das ist ein Raunerwerkzeug. Schön mit diesen Ölleitungen, das sieht toll aus, ne? Mhm. Und wieso passt der da das nicht Motorrad, an? Das müsste einen Namen kriegen, wenn wir das bauen. Alle Motorräder, die ich habe, haben ja einen Namen. Die Norton heißt Norton Kompressor. Aber eigentlich ist der Name auch noch nicht so. Und dieses ist ja ein Sportster-Motor? Ja. Sportster. Das muss ein weibliches Motorrad werden. Eine weibliche Maschine. Sportsgirl wäre geil. Sports? Ich hatte mal eine Benelli Tornado und da kriegte ich mal einen Aufkleber, so ganz groß im Bund. Und den habe ich mir auf so einen verchromten Seitendeckel raufgeklebt. Und da stand Sportsgirl drauf. Deswegen komme ich da jetzt wieder drauf. Mit der Benelli bin ich nach Italien gefahren. Und denn? Sportsgirl ist doch ein guter Name. Kann man machen. Ja. Ja, das drückt sich jetzt hin. Die hält da oben. Also hier nochmal, warte. Die setzen wir nachher jetzt einfach rauf. Da wird das schon passen. Das ziehen wir so hin, glaube ich, mit der Schraube. Gut. Oh. Aber erstmal müssen wir die Lichtmaschine dahin basteln. Hattest du die auseinandernehmen? So. Mhm, doch, die habe ich ja neu lackiert. Das ist auch die auseinandergeflogen, gefallen ist. So. So, und jetzt muss ich sehen, wo die Schraublöcher sind. Warte mal, ein Stückchen weiter. Kannst du von hinten schrauben? Muss, das muss doch hier nach oben. Nee, die werden jetzt mit dem Steuerdeckel durchgeschraubt. Ach so, das sind die, ja. Und da müssen wir mal gucken. Wo hast du, ach so, die dicken Schrauben nimmst du ja gleich erst. Können wir die einmal mit reindrehen? Bevor du die,
Wer, die dicken? Ja. Nee, die muss ich ja noch polieren. Ja, das kannst du ja. Ich will die nur einmal rein haben. Zur Führung. Ja. Da unten, ne? Ja. So, jetzt muss er ja noch einen Fisch weiter rauf. So, jetzt gucken, müssen wir noch mal gucken, dass wir jetzt da die Schrauben... Die kommen ja auch mit dem gleich, ne? Ja. Die müsste jetzt so irgendwie hier rein, ne? Ich dreh mal hier eine rein, ne? Jawohl. Gut, das langt erstmal. Wir müssen gucken, dass wir die Dichtung... Da auch nur eine? Mhm. Auch schön mit den neuen Schrauben, ne? Und nicht verschiedene, ne? Das, hier unten war doch eine, ja, so eine Kreuzschlitz, oder nicht? War alles verkehrt. So, hier noch eine. Oh, die könnte ruhig ein bisschen länger sein. Ein ganz bisschen länger, nimm noch die. Mal gucken, die gut ist. Ja. So, und dann noch? Ich brauche da auch noch mal eine. Die würde ich denn hier... Nee, da kommen auch längere rein unten. Die muss auch noch einmal 5 mm länger. Ist dieselbe. Na gut, wenn die hier sind längere. Die. Ach da. Ah, das ist aber zu viel. Dann würde ich eher diese rein. Ja, sonst muss man die schneiden, wenn die zu lang sind. Ja, aber ich glaube, wenn wir den gleich dran haben, dann passt die hier. Ah, das ist 5 mm nur. Nee, tatsächlich länger. Wollen wir mal sehen. So schlecht sieht das gar nicht aus, oder? Soll ich die beiden mal polieren? Ja, du kannst ja das nochmal alles durchschrauben. Ich gehe nochmal. Ach so, du. Mach die Schrauben blank. Eine müssen wir abschneiden. Ja? Mhm. Ist das eine? Ja, hier war auch eine kürzere. Guck mal, diese. Die musst du so lang machen wie die. Oder ich guck noch mal, ich habe auch noch andere Schrauben. Ja? Da oben. Englische Zollschrauben, da oben. Die Kiste da. Hier, kannst du hier hinpacken. Geil, ne? Ja. Diese Länge brauchen wir. Mhm. Was sagst du dazu, wa? Ja, aber die ist ja nicht gut. Die ist ja nicht Edelstahl. Die ist verzinkt. Das müssen wir echt eine zersägen. Gibt's ja nicht. Nö, nee, jetzt sehen wir eine. Die hier? Ach nee, das Feingewinde wieder. Jo. Nö, nee, die ist zu kurz. Nee, den machen wir eine. Das lässt sich ja nicht ändern. Mensch, hast du gedacht, dass wir so weit kommen heute, du? Nee, das hätte ich nicht gedacht. Ich finde echt, das hat alles ganz gut geklappt. Klingt ja auch, ne? Wie geschmiert, ne? Oh, da freue ich mich, wie der aussieht, der Motor. Toll, ne? Ja. Aber meinst du nicht, wir sollen aufhören? Nee, was jetzt? Ja. Nee. Doch. Finde ich. Ich finde doch, wir haben gut geschafft. Meinst du, wir sollen jetzt Feier machen und ja. Bier trinken? Noch ein Bier und ja. Dann... Ja, und jetzt noch was ganz Besonderes. Wir haben ja schon einen Rahmen für den schönen Harley-Motor gefunden. Ist was Seltenes, ist ein Rahmen, ein schöner Rennrahmen. Ich komm mal mit. Hier habe ich ihn schon mal hingehängt. Und hier passt der schöne Motor rein. Ist aber auch ein Riesenloch, ne? Ja, aber wenn der, da passt doch hier rein. Das ja. Ist so, ne? Ja, und wie ist denn... Andi, wir trinken jetzt erstmal Bier. Ja.
Sollen wir Zing, Zang, Zong machen? Wir holen? Du stehst doch eh da dran. Na gut, dann gehe ich mal zur Bierstelle. Guck mal, ich komme hier jetzt rum. Der hier erstmal drin rein verpflanzt ist, ne? Ja. Aber wir bauen hier erstmal roh zusammen. Ich lackiere den jetzt noch nicht und so, weil man noch ein bisschen was verändern muss an dem Rahmen. Ja. Halterung und wo die Zündspulen hinkommen. Ja, erstmal rein, ne? Ja, erstmal da reinbauen grob. Hier müssen wir so Motorhalterungsplatten bauen. Und dann ist er schon mal drin, du. Und weißt du, was ich verrückt fand, du? Ich habe den ja ohne Schwinge gekriegt. Und dann gehe ich meine heiligen Hallen und da lach eine Schwinge. Ich denke, die nimmst du mal. Das ist von der Kawasaki eine Schwinge. Das war für eine Scheibenbremse hinten. Ja. Das habe ich alles schon weggeflext, weil wir ja hinten Trommelbremse, ich will ja Oldschool fahren. Ja. Und was mich so wundert, dass die da reinpasst. Wie original, ne? Ja, pass mal, guck mal, die hat kein Spiel, nix, alles gut. Kann man verwenden. Schön stabile, dicke Schwinge. Du. Passt Sauber. Zu dem Ganzen. Ja. Ja, kann der Motor dran rumzerren. Mhm. Ja, wir wollen jetzt gerne die Folge beenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir trinken noch mal mit genau. unseren Freunden da. Ne? Fängst du an? Nee, habt ihr? Haben die jetzt Bier? Ja, ich glaube, jetzt haben die. Ja. Habt ihr? Ja, ich glaube, jetzt haben die. Ich glaube, die haben auch Durst. Ja, die warten den ganzen Tag schon darauf, dass sie mit uns Bier trinken können. Also. 1, 2, 3. Mensch, wir können das. Wie aus einem noch. Ja, wir waren im Trainingslager, deswegen können wir das jetzt so gut. Wir haben eine ganze Kiste Bier geübt. Prost. Danach, also, ja. Die letzten beiden klappten eigentlich nicht dabei. Nee, was nicht dabei? Die letzten beiden klappten nicht mehr. Ach so. Ja. Gut. Also mit der Harley Davidson wird es weitergehen. Der Motor muss jetzt noch zu Ende geschraubt werden. Machen wir wahrscheinlich ohne Kamera. Mal gucken. Gucken wir mal, ne? Oder wollen wir lieber doch mitmachen? Weiß er noch nicht, der Kameramann. Wir wissen es auch noch nicht. Nee, wir wissen es nicht. Ich würde ja gerne das vollenden alles so. Dann liegt das hier nicht so rum, weißt du? Das ist mir so doof in die Teile. Aber es ist ja schon wieder zusammen, ne? Es ist ja zu. Viel ist schon dran. Ja. Gut. Prost. Tschüss. Tschüss.